Herzlich willkommen zurück bei Raw. Ja, es ist vorbei und wir haben einen neuen WWE Champion. Er heißt Brock Lesnar. Wir haben einen neuen United States Champion. Er heißt Chris Jericho und die Tag Team Champions. Die Hardys sind geblieben. Und Paige natürlich auch. Gut, wir fangen an. Erstmal fangen wir an. Roman Reigns hat nach seinem Verlust ein bisschen was zu erzählen. Wir sind sehr gespannt. Ich habe geguckt, als nächstes Pay-Per-View steht die Elimination Chamber an. Also die Cyberverse Series kommt erst danach. Also haben wir jetzt die Elimination Chamber und ja, wie gesagt, mal gucken, was Roman dann zu sagen hat. Dann für die Elimination Chamber natürlich ein Qualifikationsmatch. Paige ist ja schon gesetzt als Championess und das ist das erste Qualifikationsmatch. Man bedenke, es müssen 6 Damen im Ring sein und das sind die ersten 4, die um einen Einzug kämpfen. Banks, Asuka, Lana und Flair. Ne? Und den Rest ja, gucken wir dann, wenn es soweit ist. Roman Reigns schreitet in den Ring und möchte ein paar Takte sagen. Gut, schieß mal los. Seht ihr, was ich hier in meiner Hand habe? Das ist immer ein Mikrofon und wer es in der Hand hält, ist mit Reden dran. Und im Augenblick habe ich das Mikrofon in der Hand. Also werde ich reden und ihr haltet die Klappe und hört zu. Mit mir kann man mehr Kohle machen als mit jedem anderen Superstar der WWE. Deswegen habe ich dauernd eine Zielscheibe auf dem Rücken. Und es gibt einen Typ in der Umkleide, der es wohl auf mich abgesehen hat. Deswegen komme ich ihm heute zuvor. Brock Lesnar, schwing dir den Arsch hier raus. Wir werden uns unterhalten und dann werde ich dich vernichten. Hier und heute. Es ist der WWE-Champion, den Roman Reigns haben möchte. Und Brock Lesnar kommt in sein Outfit. Hat richtig Bock heute. Keine Angst, Leute, ich eile zur Rettung. Als wahrer WWE-Superstar weiß ich, was das WWE-Universum will. Und sie wollen mich. Und ich will ihnen geben, was sie wollen, deswegen bin ich jetzt hier. Okay. Es ist soweit. Das ist der Moment, auf den du gewartet hast. Du wolltest mich, jetzt hast du mich. Wirst du jetzt das Beste aus dieser Chance machen? Na los, spring mich ruhig an, wenn er danach ist. Aber dein erster Schlag sollte lieber setzen. Du kannst sagen, was du willst, aber es wird nicht das Geringste ändern. Du hast deine große Klappe schon so weit aufgerissen, als du zum ersten Mal einen Fuß in dieses Unternehmen gesetzt hast. Mir steht das bis hier. Und wenn du nicht zügig etwas unternimmst, so etwas an dieser Situation zu ändern, könnte es sein, dass ich das für dich übernehmen muss. Mach nur weiter so, wirklich. Gib mir alles, was du hast. Finden wir heraus, wer als erstes vor Lachen Nasenbluten kriegt. Aber wenn ich dich in die Hände kriege, dann ist da kein WWE-Universum, das dich retten könnte. Und wir werden sehen, wer dann lacht. Ha, ha, ha. Ich verstehe das schon. Du lässt dich gerne vorführen und das ist verständlich. Denn niemand hier führt andere Leute besser vor als ich. Also sage ich dir was, ich gebe dir die Chance, die Lage zu klären. Lass uns ein Match austragen, dann sehen wir, wer der beste Superstar ist. Wow, du bist wirklich heiß auf einen Kampf, oder? Wie so eine kläffende kleine Töne, die Gasse gehen will. Tja, früher oder später wird dich schon wer an die Leine legen. Bam! Brock Lesnar führt den ersten Schlag aus. Und nochmal. Schöner STO. Von Lesnar. Und gefolgt vom Gut French Suplex. Brock Lesnar hat Bock. Schlägt Reigns zu Boden. Kommt mit einer harten Clothesline. Und beendet dieses Intermezzo. Lesnar hat die Oberhand. Gegen Roman Reigns. Stark gemacht, Brock. Brock hat Bock. Immer gesagt. Immer gewusst. Na gut, Asuka, Banks, Lana und Flair und Charlotte Flair darf in den Käfig.
Gut, Randy Orton gegen Roman Reigns. Das gewinnt der Money in the Bank-Träger Kevin Owens. Stark gemacht. Tag Team Match, die Mysterios gegen die New Days und Dominik holt den finalen Pin. Stark. Dann Kane, der neue Hauptherausforderer oder Contender für die United States Championship gegen den amtierenden United States Champion, der gewinnt. Stark gemacht. Und der heutige Main Event, Bobby Lashley gegen Seth Rollins. Gönnung. Also dann, Bobby Lashley, Fight Bobby. Okay, jetzt? At Fight Bobby, okay. The Almighty Bobby Lashley versucht es gegen Seth Rollins, der im Main Event bei Hell in a Cell nicht gepinnt worden ist. Ist er nämlich der WWE Champion persönlich, der gepinnt worden ist und nicht Seth Rollins. Das heißt, Seth Rollins hat quasi noch so ein kleiner Schutz. Und nach der Niederlage hat er sich in ein neues Gewand geschmissen, als Zeichen, dass er Bock hat. Ein Zeichen, dass er nun ein bisschen anders sein wird. Vielleicht ein bisschen härter. Vielleicht zeigt er uns auch schon heute Bobby Lashley gegen Seth Rollins, der Main Event von Monday Night Raw. Auf geht's. So, Rollins kommt erstmal mit einer schönen Head Scissor an. Stark gemacht. Natürlich gibt es bei der Elimination Chamber auch ein Chamber Match und über die WWE Championship. Also um den Titel, den jetzt Brock Lesnar hat. Und in diesem Match stehen logischerweise schon mal Edge, Roman Reigns und Seth Rollins. Na, hat das Management so beschlossen. Und wer weiß, wenn Bobby Lashley heute eine gute Performance abliefert, wird er auch in diesem Match stehen. Aber dafür muss Bobby halt auch ein gutes Match abliefern. Andernfalls wird das ziemlich schwierig werden für ihn. Aber bisher sieht es eigentlich ganz gut aus für The Almighty. Vor allem mit solchen Aktionen. Vielleicht kann man so einen Seth Rollins brechen. Möglich ist alles. Edge auf jeden Fall ist heute... Boah, schöner Crossbody. Ist heute zu Hause geblieben. Bei Beth. Und kümmert sich um die Kinder, da die leicht krank sind. Kann aber verstehen. Schöner DDT von Rollins. Stark gemacht. Another Knights hinterher. Na gut, Rollins ist vielleicht jetzt im Match. Moonsault. Stark. Okay. Seth Rollins ist jetzt im Match. Gut. Und kommt mit einem Flatliner. Stark. Der Monday Night Messiah hat natürlich Bock. Kick gegen das Knie. Aber Lashley ist schneller. Und mit einer Submission. Will so ein bisschen die Rippen stretchen. Rollins mit der Kontrolle, zweimal schöner Kick gegen das Bein, nimmt ihn und face first gegen das Ringseil. Stark gemacht. Rollins setzt nach KO an, läuft in Bobby Lashleys Press, aber starker Konter von Rollins in den DDT gegen Bobby Lashley. Stark gemacht, Cover 1. Lashley kriegt aus. Gut gemacht. Harter Kick von Rollins hinterher. Schöner Standing-Aktion. Schön mit den Beinen und da kommt der Pedigree von Seth. Bam. Gut connected. Im Ziel. Stark. Cover hinterher. 1. 2. Lashley kickt gut aus. Hat das stark gemacht. Rollins auf das oberste Seil. Elbow Drop. Da geht daneben. Bobby Lashley steht vor Rollins im Ring. Ist langsamer oder vielleicht doch schneller und kommt
mit einem starken Gutbuster. Und mit einem Gut French Suplex. Ja, Bobby hat Kraft. Bobby hat Kraft und Bobby hat den Spear. Spear von Lashley. Cover. 1, 2. Nur bis 2. Seth Rollins kann aus dem Spear rauskommen. Dieser Spear ist immer eine kritische Sache. Der kommt immer aus dem Nichts. Das ist immer schwierig. Rollins scrollt sich raus. Lashley rutscht hinterher. Sind bei 1. Ellbogenschlag. Stark von Lashley. Wir sind bei 3. Nochmal hier ein harter Schlag von Lashley. Wir sind bei 4. Wir sind bei 5. Rollins bringt Lashley wieder ins Match zurück und kommt mit einem Back Suplex. Stark gemacht von Rollins, der sich hiermit aufbaut. So. Was macht Rollins? Springt auf Lashley drauf. Auch eine gute Sache. So, 2 Vorarms und einmal ein Slingshot. Stark gemacht. Guter Slingshot von Rollins. Cover 1. Lashley kommt raus bei 1 bei diesem Slingshot. Tut so, als wäre nichts. Schlag geht daneben. Rollins mit der Kontrolle. Zack. Stark. So. Was macht Seth Rollins nun? Ansatz zum Cutter. Lashley hat die Dominanz und kommt mit dem Hurtlock. Hurtlock von Lashley, aber Rollins kontert schnell und kommt mit dem Seth Walker. Stark. Stark. Seth Rollins möchte nun Bobby Lashley besiegen. Was macht Rollins? Kick? Nein. Bobby Lashley kontert. Bobby Lashley kontert den Stomp-Ansatz. Stark gemacht. Und kommt mit dem Spear. Lashley kommt mit dem zweiten Spear. 1, 2, 3. Bobby Lashley gewinnt die Main Event von Raw und steht im Elimination Chamber. Main Event. Dann, wenn es soweit ist. Halleluja. The Almighty Bobby Lashley besiegt Seth Rollins. Und Rollins wirkt ein wenig gebrochen. Und Lashley hat doch nicht genug harte Aktion. Lashley hat noch nicht genug und schmeißt Rollins bam gegen die Stahltreppen. Das Hurt Business hat Bock. Gut, wir gehen zu Evolve. So, herzlich willkommen. Wir machen weiter. Wir sind bei Evolve und wir haben einige Matches, die schön sind. Zum Beispiel der Opener, Orange Cassidy, Jinder Mahal und Xavier Woods. Das gewinnt Orange Cassidy. Herzlichen Glückwunsch. Hat, glaube ich, seinen ersten Sieg eingefahren im Universe Mode. Stark gemacht. Robert Root gegen Mankind. Das gewinnt Mankind. So, Johnny Gargano gegen Matt Hardy. So, und dadurch, dass Johnny Gargano dieses Match gewonnen hat, hat er die Chance bekommen, bei Armageddon um die Tag Team Titel anzutreten, gemeinsam mit Jon Moxley. Also dann die Cosa Nostra gegen die Hardy Boys bei Armageddon. Kann schön werden. So, dann Apollo Crews gegen Cody Rhodes, das gewinnt Cody. Samoa Joe kann dann wahrscheinlich noch später und hat Apollo Crews fertig gemacht, um in dieses Match zu gehen. Und den Main Event, Aleister Black gegen Drew McIntyre, geben wir uns.
So, wir gehen los und das kommt auf einmal Ciampa in dieses Match. Ciampa kommt in dieses Match und schlägt auf Drew McIntyre ein. Das ist schon mal eine kleine Schwächung. Das ist eine kleine Schwächung. Der World Heavyweight Champion versucht, Drew McIntyre heute in diesem Main Event gegen Aleister Black hart zu schwächen. Und nun dann McIntyre gegen Aleister Black. Aber McIntyre lässt es eher kalt und kommt mit einem Piledriver. Natürlich ist das jetzt ziemlich verheerend für einen Drew McIntyre, so dieses Match zu starten, aber es scheint ihn nicht zu interessieren. Starker Belly-to-Belly. McIntyre wird nochmal eine Chance kriegen, gegen die World Heavyweight Champion anzutreten, ehe es dann soweit ist bei der Elimination Chamber. Aber wer weiß, man möchte natürlich so lange Champion sein, wie man möchte. Und ich denke mal, dass er am Wochenende auch eben diesen Titel gewinnen will. So, McIntyre kommt mit dem Gutbuster gegen Black, stark gemacht. Stark von Drew McIntyre. Nimmt Aleister Black mit, geht mit ihm spazieren. Alabama Slam aus der Ringecke. Drew McIntyre geht aus oberst Top Rope. Elbow Drop. Stark. Von McIntyre. Cover. 1. 2. Aleister Black denkt sich, Junge, ich lebe noch. Und kommt jetzt vielleicht mit dem Cutter. Stark gemacht, schnell durchgeführt. Cover. 1. McIntyre kommt früh raus. Ja, Aleister Black. Lama World Heavyweight Champion. Möchte vielleicht bald mal wieder World Heavyweight Champion sein, man weiß ja nicht. Und kommt rangeflogen mit einem Double Foot Stomp. Stark gemacht. Von Aleister Black. Kick geht daneben. Jetzt kommt Drew McIntyre mit dem Future Shock. Bam. Stark gemacht. Ich will übrigens ankündigen, ab nächster Woche gibt es die Drafts. Das heißt, jeweils 5 Superstars von Raw und 5 Superstars von Evolve. Starker Gutwrench. Wir werden hier Roster wechseln. Was? Der Claymore Kick. Das war der Claymore Kick auch noch mehr. Das heißt, zur kommenden Woche werdet ihr Teil des Roster-Splits sein. Wird sehr interessant und ich freue mich schon, wer wie wohin wechseln wird. Wer weiß, vielleicht wird Aleister Black wechseln. Oder vielleicht wird sogar Drew McIntyre wechseln. Kann ja alles sein. Wir sind bei 1. Zack. Starker Flatliner von McIntyre. Wir sind bei 3. Aleister Black kontert und kommt mit einem Kitchen Sink. Stark gemacht. Wir sind bei 4. McIntyre wird wieder in den Ring befördert. Aleister Black, der ist einen halben Kopf kleiner als McIntyre, zeigt einen Brainbuster. Stark und hart gemacht. Drew McIntyre muss sich sammeln. Kriegt natürlich viel ab. Und was ein Enzigiri. Von Aleister Black, stark gemacht. Cover. 1. 2. Drew McIntyre ist noch da. McIntyre ist wach. Aber jetzt kommt Aleister Black mit dem Black Mask. Und das wird knallen. Bam! Da ist der Black Mask. Und das Cover hinterher von Aleister. 1, 2, 3. Aleister Black gewinnt. Harter Kick. Aber war gut. War gut. So. Und wie gesagt, am Wochenende ist Armageddon. Und da hat er nochmal der Claymore. Und nach Armageddon kommt bei Raw dann der Roster Split.
Und Alistair Black. Mit einem starken Statement Richtung Titel. Wir werden es sehen. In diesem Sinne, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.